Ich laufe mit meinem Werkzeugkasten, ich laufe mit meinem Werkzeugkasten, ich laufe mit meinem Werkzeugkasten zu meinem nächsten Auftragsmord. Ich warte in meinem Schrank, ich warte in meinem Schrank darauf, dass der komische Kerl endlich kommt und seine Pistole ablegt. So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Hitman Blood Money. Ich habe mal eben gerade noch diesen lustigen, ich habe ein Werkzeugkofferliedchen, dem guten Kerl mal wieder die Pistole ausgetauscht. Das heißt, der wird sicher schon mal einen Mord für uns erledigen. So weit, so gut, das haben wir ja bis jetzt immer gemacht. Allerdings weiß ich nun, was ich das letzte Mal falsch gemacht habe. Und wenn ich das euch erzähle, könnte ich mich quasi peitschen bis zum geht nicht mehr. Ein guter Kollege von mir hat gemeint, ich hätte einfach nur mit dieser schönen Miene da oben am Seilzug warten sollen, bis der gute Kerl, mein zweites Opfer, sich unter diesem lustigen Kronleuchter bzw. Seilzug befindet. Und ich habe den einfach viel zu früh gezündet. Und dafür könnte ich mich immer noch ohrfeigen und peinigen und peitschen, was weiß ich was. Auf jeden Fall ganz viele lustige Sachen machen. Ich sollte jetzt einfach nochmal ein bisschen mit Kontenance warten und dann diesem blöden Kerl ordentlich ins Gesicht geben. Ja. Wir sind wieder bei Hitman Blood Money, einem wundervollen Spiel, was eigentlich ziemlich viel Spaß macht, aber für mich als Grobmotoriker anscheinend das ein oder andere Mal ein bisschen zu schwer ist. Ha! Ach Quatsch! Ich ziehe das hier durch wie ein verrückter Sucht. Die größte Problematik ist einfach nur, dass ich irgendwie halt manchmal das ein oder andere Mal nicht ganz so intelligent spiele. Ich sag nur der Tod eben. In der letzten Episode, der war natürlich hervorragend. Huch, was willst du denn? Oh, da ist Luigi wieder. Hallo, Luigi. Oder Mario, man weiß es nie. Vielleicht bin ich auch Luigi. Luigi ist eh viel cooler. So, wir packen jetzt erstmal unseren Werkzeugkasten hier hin. Den braucht eh keine Säule hier. Schmeiß ihn hin, Hitman. Und jetzt platziere ich mal meine blöde Bombe, ey. Meine Güte, ich hätte auch echt einfach das letzte Mal nachdenken sollen. Wir sind jetzt ungefähr hier. Und genau darunter ist doch der Open Seil. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß nur, dass ich einfach mal diesmal ein wenig mehr und länger warten soll, bis ich dann meine Bombe hier quasi katapultieren lasse und der gute Kerl da unten erstmal das Zeitliche segnet. Von hier haben wir doch einen ganz schönen Ausblick. Sieht doch hier ganz nett aus in dieser Oper. Wir sind quasi auf der Dead-End-Seite dieses lustigen ich kann nicht reden. Ich meine natürlich dieses Theaters. Ist doch klar. Und zwar sollen wir jetzt hier ein bisschen warten. Oh, ich glaube, da konnte ich auch runterfallen. Das ist hier blöd. Wieso ist hier ein Geländer? Und hier gibt es so einen kleinen... Warum? Soll ich etwa hier runterfallen? Hier auch, was soll das? Warum konnten die das Geländer nicht zu Ende bauen? Ich verstehe es nicht. Und der Kerl... Ey, Mario. Hallo, Mario. Willst du wieder Peach retten? Guck dir... Oh, dieser Schnauzbart. Tom Selleck. Magnum. Yeah. Eisenharter Arbeiter, der hier einfach nur im Kreis läuft. So, und ich muss, wie gesagt, wie das letzte Mal einfach nur warten, bis der blöde Kokolores hier langsamer vorangeht. So, mit der Scheinwerferlampe da kann ich irgendwie nicht großartig viel anstellen. Naja, gut, soll mir recht sein. Wieso bauen die Geländer nicht zu Ende? Das verstehe ich nicht. Das stört mich gerade. So, in luftiger Höhe ist es doch ganz angenehm hier. Ich meine, wir haben sowieso nichts zu tun. Wir müssen jetzt eh warten, bis der Kerl da unten mal zur Pötte kommt. Und mir seine grandiose Schussszene, die er immer so lustig in seinem kleinen Quartierchen praktiziert, bis er die mal zu Ende führt, wäre ja auch mal langsam an der Zeit, würde ich meinen. Und in der Zeit machen wir hier so ein bisschen Teabagging. Hui! Teabagging, für alle, die es nicht wissen, ist so ein lustiges Multiplayer-Gedöns, was man bei Halo früher immer gemacht hat, wenn man dann quasi nach dem Ableben seines Gegenübers einfach mal die ganze Zeit hoch und runter sich geduckt hat, um ihn quasi virtuell die Nüsse in die Eier zu drücken. Toll, ne? Bei mir lernt ihr noch was bei den Let's Plays. Gut, ich packe hier schon mal meinen blöden Zünder raus. Moment, Moment, da. So, und jetzt stehen wir da hier mit diesem verbotenen klingenden Zünder. Beziehungsweise, eigentlich bringt uns das ja gar nichts, weil ich muss sowieso wissen, wann der Kerl da unten auftaucht. Traurigerweise. Insofern bin ich auf meine guten Zeitgefühle angewiesen, dass ich das hier einigermaßen anständig von der Bühne bringe. Von der Bühne bringe! So. Der liest hier noch sein Skript. Diese Probe ist übrigens wunderbar geschauspielert. Also diese Leute würde ich auch engagieren, wenn ich denn an ein Schauspiel verfilmen würde. Und da macht's Bumm. Und da ist er tot. Ich frage mich zwar wieso er blutet. Beziehungsweise wieso er nicht blutet, aber egal. So, jetzt warten wir einfach mal. Der ist nämlich jetzt wirklich tot. Der liegt da auch schon schön auf dem Boden. Es hat noch nicht mal einen Pistolenknall gegeben. Das finde ich irgendwie gruselig. Das ist alles nicht so realistisch. So, da kommt die erste Frau und die wird jetzt wahrscheinlich... Hilfe, der ist ja wirklich tot. Oh.
Sieht sie es? Na komm, es muss doch jemand mal auffallen, dass der Kerl tot ist. Vielleicht ist er auch nur eingeschlafen, Narkoleptiker ist er. Huah, was ist hier los? Er ist ja wirklich tot. Oh nein, so ein Scheiß. Huah. Der gute Kerl rennt jetzt erstmal weg wie so ein Suchti. Ja, scheiße. Und den sollten wir jetzt auf jeden Fall mal ausschalten. Der hinten sieht mich zwar, aber soll er doch. Ist mir doch egal. Jetzt muss ich warten, bis der da mal hinrennt. Ich weiß ja nicht, wo der steht. Sieht man das irgendwo? Da, er steht perfekt. Also nehmen wir den Zünder raus und einmal hier so. Und ich glaube, jetzt müsste er sterben, oder? Lass ihn sterben. Oh, oh, stirb. Nein, wieso ist er nicht gestorben? Was soll der Kokolores denn jetzt wieder? Oh, es hat schon wieder nicht funktioniert. Na gut, er weint jetzt da unten auch erstmal. Dann würde ich sagen, mache ich es jetzt halt Alternative Style, ne? Der Mr. Mer wird jetzt zum Serienmörder. Ich chill jetzt einfach mal und laufe mal da runter. Und diesmal falle ich bestimmt nicht die Treppen runter. Bitte nicht. Das wäre echt traurig. Ja, ich als auch unauffälliger Arbeiter muss jetzt hier mein Werk vollenden und den guten King Kale, oder wie hieß er eigentlich? Ich weiß nicht, wie der Kerl heißt, aber auf jeden Fall muss ich den auch umbringen. Huch, ich habe einen Wächter umgebracht und das haben die Leute gemerkt. Das ist mir nicht aufgefallen, aber es soll vorkommen. Ich bringe hier Leute um, ohne dass ich es weiß. Ich bin Psycho. Der arbeitet da unten erstmal ganz in Frieden weiter. Ich meine, ist ja auch nichts passiert. Ach Quatsch, Kokolores hier. Gut, hier laufe ich mal durch die Gegend. Die Polizei... Was zur Hölle? Warum ich jetzt... Was habe ich denn jetzt? Jetzt mal ernsthaft, was habe ich denn jetzt eben gemacht? Was soll der Scheiß denn? Also was jetzt eben passiert ist, lustigerweise ist, dass ich gerade eben umgebracht worden bin. Oh, ja gut, hier bin ich noch viel zu weit hinten. Dass ich gerade eben umgebracht worden bin, obwohl mich niemand gesehen hat, wie ich jemanden umgebracht habe. Was ein Kokolores. Egal, ich melde mich gleich wieder mit dem zweiten Versuch. Ich werde das Level niemals schaffen. So, da bin ich wieder und diesmal bin ich einfach mal ein bisschen raffinierter. Und zwar werde ich jetzt einfach direkt hier die Bombe platzieren. Und ich habe nicht nachgeguckt oder sowas. Ich mache das jetzt einfach mal instinktiv und laufe diesmal einfach runter und guck mir das von unten an, wann ich diesen scheiß Seilzug endlich mal runterfallen und auf sein kleines, feines Köpfchen zerplatzen lasse. Na, ja, wie dem auch sei, so. Hallo, Luigi. Ey, Luigi ist gut drauf. Ich hoffe, ja, gut. Komm, guck mich nicht so an. Guck mich nicht so an. Ich habe dir Prinzessin Peach nicht geklaut. Das war jemand anders. So. Insofern, wenn nicht Bowser ist. Gut, jetzt sollte ich nur nicht wieder hier runterfallen. Das sollte mir nicht doch mal passieren. Gut, funktioniert. Dann könnte ich ja jetzt in aller Seelenruhe erstmal zu diesem lustigen Saal laufen. Und mal schauen, ob ich da mehr Erfolg haben werde. Ich hoffe es doch inständig. Na, mein Broski. Yeah. Here comes the man in black. Okay, ich sollte aufhören, heute so viel Scheiße zu labern. Darf ich da rein? Darf ich nicht. Okay, da muss ich jetzt mal außen rumlaufen. Ob ich das so schnell hinkriege. Naja, wird schon passen. Diese Oper braucht ja eh immer 3 Jahre, bis sie überhaupt erstmal in die Gänge kommt. Wer immer die auch geschrieben hat, sollte sich mal irgendwie Gedanken machen über das, was er da geschrieben hat, weil wirklich schön ist das definitiv nicht. Das kann ich jetzt mit Sicherheit schon sagen. Ich laufe, glaube ich, in die falsche Richtung, oder? Komme ich hier irgendwo hin, wo es mir was bringt? Ach, ich laufe einfach mal in die Richtung. Zur Not zünde ich das alles noch von hier. Gut, einer wird sowieso schon mal umgebracht. Vielleicht komme ich dann aus dem Fokus erstmal. Hoffe ich doch, dass die Leute mich diesmal in Ruhe lassen. Oh, da ist die Nagelpistole des Grauens, die mich schon mal mein Leben gekostet hat. Ich werde die definitiv nicht nochmal irgendwie beschädigen. Lass mich in Ruhe, ich will da nur hoch. Ich will diese Oper sehen. Diese Wunder... Hallo. Schöne Oper. Wie komme ich denn eigentlich in den Opernsaal? Kann mir das jemand erklären? Ist sie hier... War der hier unten? Nein, der war oben, ne? Im ersten Stock. Kann ich reden, im ersten Stock. Ne, da war dieser komische King Clyde... King Crimson, was weiß ich was. Vielleicht war es ja doch unten. Oder es war natürlich... Nein, es war hier unten. Gott, mein Orientierungssinn ist aber wieder auf der Höhe der Zeit, will ich meinen. Hier unten müsste es gewesen sein, oder? Yes! Gut, wo ist denn dieser komische... Das ist der Kronleuchter, den dem einen auf den Kopf knallen soll. Das ist doch schon mal so ein schönes Gerätchen. Ich glaube, das mache ich mir auf jeden Fall auch zunutze. Und stelle mich mal hier ganz unauffällig hin. Neben diesen Polizisten. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Ich hoffe es inständig. Diesmal habe ich aber intelligenter gespeichert als sonst. Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall Geraffel, meine Freunde. Es wird auf jeden Fall ein lustiges, aber freudiges Geraffel, was wir jetzt gleich haben werden. Hallo, ich bin Polizist. Ich bin nur... ja, komm. Hier, ich verpiss mich ja schon wieder. Wie der mich anstarrt, hey, als ob ich irgendwie ein Serienkiller wäre. Hey, Moment, ich bin ein Serienkiller. Ja, aber das muss ja jetzt keiner wissen. Hallo, gemein.
Vorurteile mag ich gar nicht, ja? So. Nö, hallo, ich bin der Hitman. Oh, guckt euch seine Augen an. Als würden sie euch direkt in die Seele starren. Naja, irgendwie guckt er eigentlich nur ziemlich gemein und unfreundlich. Dabei ist er doch so ein netter Kerl, wenn man ihn besser kennenlernt, würde ich behaupten. Vielleicht aber auch nicht. Lassen wir das lieber. Gut, soll ich hier nochmal speichern? Ich glaube, den ersten Speicherstand überspeichere ich jetzt einfach mal. Ich benutze jetzt mal Save States im übertragenen Sinne. Das ist ja immer so verpönt bei Emulator-Spielen, aber hier ist es ja definitiv ein nicht-Emulator eingebautes Element, sondern im Spiel drin. Dann darf ich es ja auch benutzen. Gut, die stellen sich da auf und spielen wieder mit ihren Gewehrchen rum. Kann man nur leicht falsch verstehen. Der pafft mal in Ruhe eine. Momentchen. Okay, kann weitergehen. Wurde ich mal eben ganz freundlich wieder von der Seite angelabert von meinen Eltern. Kann passieren, selbst wenn man volljährig ist, meine Freunde. Lektion fürs Leben. Was übrigens auch passieren kann, ist, dass Leute beim Theater die Pistolenattrappe gegen eine ganz gemeine echte Pistole mit Blei austauschen und dann passiert gleich das Folgende. Wenn es sich denn mal endlich aufgebaut hat, diese komische Szene. Oh, da ist auch ein Polizist. Ich versuche eigentlich nur so... Ich habe irgendwie Angst, dass die Polizisten meinen Zünder sehen. Das wäre irgendwie super unoptimal. Ich stelle mich einfach mal in die Tür rein, im Türrahmen. So, jetzt wird er erschossen. Zack. Jetzt warte ich auf den komischen Lotto King Karl oder wie er hieß. Ich hätte seinen Namen nicht. Aber auf jeden Fall den komischen Schmatzke da oben, der jetzt mal runterlaufen sollte. Wow, diese Mütze hat irgendwie interessante Texturen. So, da kommt die Frau, die immer die gleiche ist, die diesen Mord entdeckt. Es scheint einfach Schicksal zu sein, dieser Frau. Gut, habe ich meinen Zünder eigentlich schon? Den sollte ich wieder einstecken. Nicht, dass mir irgendjemand falschen Verdacht haben könnte. So, die Musik hat gestoppt. Und jetzt dürfen die gleich ausrasten. Der Polizist qualmt einfach weiter, weil der kann es einfach. Oh, jetzt langsam hat er irgendwie Problem gewittert. Und jetzt gleich sollte ich mir mal jemanden in die Luft jagen. Jetzt mal meinen Zünder. Und jetzt. Yes! Und raus hier! Wuhu! Ihr Bitches! Lalala! Diese Oper ist so wunderschön! Der Mr. Wirr wird jetzt nach Hause gehen! Ich hab zwei Leute auf dem Gewissen! Ich bin nämlich ziemlich gerissen! Keul! Und raus geht's! So, meine lieben Freunde, das Stück Tosca wird in dieser Form definitiv nicht mehr vorkommen. Finde ich gut, war ja auch kein gutes Stück. Wir fliehen jetzt auf jeden Fall mal und sagen Tschüss. Ich hätte übrigens auch noch meinen Anzug mitnehmen können, da hätte ich mehr Punkte bekommen, aber... Naja, das ist mein Markenzeichen der Serie Müller. Oh. Ey, lass mich in Ruhe. Ich war's nicht. Geil. Hä, wir haben keine Kills? Achso, wir haben ja niemanden umgebracht. Wir haben ja nur Unfälle in Anführungszeichen verursacht. 3 Stück. Wir wurden... Es gab einen Zeugen. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Aber ansonsten gefilmt wurde nicht, bla bla bla. Alles super. Finde ich super. Wir haben Profi. Oh! Ich würde mal sagen, der Mr. Wirr hat jetzt langsam... Ihr habt diese Entwicklungskurve gesehen, die ersten Versuche waren jämmerlich. Und der hier war dann doch einigermaßen akzeptabel. Natürlich mit viel Hilfe, natürlich mit viel Ausprobieren und so weiter, was ihr gar nicht auf der Kamera gesehen habt, beziehungsweise auf diesem Video. Aber wir haben es geschafft. Geil! Ich finde es super, ich bin zufrieden. Wir haben nur, was? Anzugbergung, stimmt, die habe ich vergessen. Die kostet mich $5000! Ja, so ein Anzug kostet halt schon mal das Sümmchen, würde ich meinen. Aber wir haben trotzdem immer noch 495.000 gut gemacht. Ist ja schon mal eine nette Menge, würde ich behaupten. So, wir müssen unser Bekanntheitsgrad eigentlich gar nicht runterbringen, oder? Nein, das ist scheißegal, oder? Oder wollen wir mal einen Zivilisten bestechen? Ach Quatsch, das mache ich beim nächsten Mal, wenn ich hier irgendwie wieder was verkackt habe. Profi gesucht! Wir haben nämlich hier den L'Express Paris. Le Tour Eiffel construit par de Alliance de Jupiter. Was? Der Eiffelturm ist von Aliens gemacht worden? Ich verstehe zwar eigentlich kein Französisch, aber das konnte ich lesen. Gut, soll ich das vorlesen? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Oh, Burke ist gestorben, der arme Kerl. Katzen verursachten tödliche Explosionen. Ach du Scheiße hier. Ja, auf jeden Fall haben wir hier jetzt irgendjemanden umgebracht. Ich könnte das jetzt durchlesen, aber ich glaube, das bisschen... Ihr konntet ja auch pausieren und konntet das hier lesen. Hier nochmal für alle, die das lesen wollen. Hui! Und dann würde ich sagen, haben wir das auch geschafft. Geil! Gut, wir speichern auf jeden Fall mal. So, Profil wird gespeichert.
Ja, speichern erfolgreich. Und ich würde sagen, mit diesen warmen Erlebnissen des Todes, mit diesem Glücksgefühl, das wir haben, weil wir wieder mal Leute ihres Lebens beraubt haben. Geil, ich komme noch irgendwann zu RTL, wenn ich so weitermache. Verlasse ich euch erstmal für diese Episode. Wir sehen in der nächsten Episode einen weiteren Auftragsmord von mir in Form des Hitmans. Und vielleicht, beziehungsweise sehr sicher, werde ich auch noch einen Gast dabei haben. Also in diesem Sinne, mein Name ist Mr. Möhr, bis zum nächsten Mal und geil! Ich liebe tote Menschen.